Willkommen zurück zu Silent Hill 4, The Room. Ja, uns hat diesmal in die Waldwelt verschlagen und dort haben wir gleich mal den netten Kerl kennengelernt. Nein, nicht anvisieren. Kannst du nicht mit ihm quatschen hier? Nö. Ah, doch. Ja, habe ich auch gemerkt. Gave me something really good. I could let you have it, but not for free. I'm really thirsty. I'm so thirsty. Oh, chocolate. Oh, chocolate. Ich finde es ja schon recht seltsam, wie unser lieber Jasper hier sich gibt, sag ich mal. Er ist ja in den Wald gekommen, der sich hier wohl in der Nähe von Silent Hill befindet, um den Teufel zu treffen. Ja, und dann haben wir noch so einen kleinen Jungen gesehen. Dann ist Jasper hinter dem Jungen aufgetaucht und hat gesehen, ach, endlich, die Offenbarung, ich habe ihn gefunden, den Teufel. Ja, und was, wen wundert's da nicht, dass der kleine Stöpsel, also das Kind, dann auch darauf abgehauen ist. Ja, mal gucken, ob wir das hier vielleicht noch mal irgendwo finden oder treffen können. Ist nicht gut für den Kleinen, dass er hier allein rumläuft. Hier gibt's Monster und alles. Ja, und ich habe keinen Bock zu fighten. Die Brunnen sind eh zu dunkel, haben wir schon festgestellt. Ich will lieber hier durch. Und, okay, jetzt sind wir auf der Baustelle. Das ganze Gebiet sah bisher schon recht nach Baustelle aus, aber jetzt hat... Was ist das? Wozu könnte das wohl verwendet werden? Ich habe keine Ahnung, aber jetzt nur, dass hier wieder ein paar Schmeißfliegen rumgammeln. Da ich mich jetzt hier ein bisschen näher umgucken möchte, werde ich euch jetzt auch mal... umhauen. Was zum Geier knackt hier so? Es klingt, als würde hier jeden Moment irgendein Gerüst zusammenbrechen. Es ist eine Leiter. Soll ich sie benutzen? Nö, die führt nirgendwo hin. Es ist nur eine kleine Trittleiter. Ja, aber umstellen, und um sie vielleicht, naja, anderweitig zu benutzen... Irgendwo drauf zu kommen. Nee, darauf könnte man ja nicht kommen, hä? Wozu wurden diese Rohre verwendet? Hm. Wer weiß. Auf der anderen Seite des Metallnetzes ist etwas. Oh mein Gott, das stinkt. Hier gibt's nichts Interessantes, aber... Ah, warte mal. Kann ich nicht irgendwie die Kamera ein bisschen drehen, dass man es hier ein bisschen besser sieht? Nee, natürlich nicht. Ah, doch so. Sieht nicht gerade... Es könnten noch ein paar Äste oder Rohre sein, die da rumhängen. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass mir das Geknacke nicht sonderlich behagt. Deswegen gehe ich mal lieber weiter. Und es hat sich gelohnt. Hier gibt es eine schöne Aussicht. Und... Fackelständer, zu dem Henry aber mal wieder nichts sagen möchte. Mein Gott, warum auch nicht. Das ist dieser See in Silent Hill, der Toluca Lake. Ja, deshalb habe ich, den habe ich ja lang nicht mehr gesehen. Vor einigen Jahren habe ich einen Ausflug dorthin gemacht. Ich hatte ein Foto des Sees in meinem Zimmer. Dass wir uns sogar schon angesehen haben. Du magst die Landschaft. Du findest sie so beruhigend. Ja, wissen wir schon. Jemand hat eine seltsame Nachricht eingeritzt, die du mal wieder nicht lesen kannst, weil deine Brille oder deine Kontaktlinsen unauffindbar sind. Toluca See. Oh, Toluca Lake finde ich... Der englische Begriff ist besser irgendwie. Also, ist, ich
Ich bin einfach gewohnt aus den anderen Teilen der Toluca Lake. Der Oberkörper fehlt. War es irgendeine Gattin oder so? Ja, wieso Göttin? Es könnte doch einfach, was weiß ich, eine Gedenkstatue sein von Karl Josef, von was weiß ich, der hier geehrt wird. Erste-Hilfe-Kasten nehme ich sehr gerne mit. Wesentlich besseres Heilmittel als so ein schnöder Erste-Hilfe, so ein schnöder Nährstofftrink. Ich kann es nicht entziffern. Oh, Henry, du kannst nicht lesen. Oh. Ja, Nährstofftrink. Ich frage mich, warum sie die wieder umbenannt haben. In Teil 1, also Silent Hill 1, gab es die Toniken. In Teil 2 und 3 gab es dann die Gesundheitsdrinks. Und hier den Nährstoffdrinks. Toll. Ja, und hier ist eine langstielige. Hier ist lang. Was habe ich heute? Hier sind einige langstielige Werkzeuge. Mein Gott, ich komme bald echt auch vor wie Henry. Ich kann heute nicht lesen. Oder es liegt einfach an der späten Stunde, wo ich das hier aufnehme. Oh mein Gott. Sollte ich aber langsam mal zulaufen. Sonst gibt's. Henry. Hackfleisch. Wow. Gut. Mal wieder sehr knapp mit dem Leben davon gekommen. Aber egal. Gut. Was machen wir jetzt? Wir haben alle Ecken dieser Welt bereist. Da oben der See, da unten der Friedhof. Da nur ein Loch. Und da sind wir aufgewacht. Aber gut, wir können ja dem nachgehen, was der liebe Jasper von uns will. Ein neugieriger Typ hat ihm etwas gegeben. Etwas Gutes, was wir vielleicht gebrauchen können. Aber Jasper ist ja so durstig und will deswegen erstmal was zu trinken. Ja, es ist nicht schwer darauf zu kommen, dass wir ihm etwas geben müssen. Ja, und er bietet sich die Schokoladenmilch doch an, die wir ganz am Anfang des LPs in unserem Kühlschrank gefunden haben, doch irgendwie an, oder? Ja, guten Morgen, mein Jung. Bist auch wieder mal wach. So, können wir uns ein bisschen hochheilen. Und, klingelt. Hallo? Help me! Help! Let me out of here! There's something going on in this room. What do you mean? I heard weird noises coming from inside there. Help! Hey, Richard, can you see anything from your window? No. Everything looks pretty normal to me. The guy who lives here, what's he like anyway? I know his name and face, but that's about it. Well, I'm gonna go call the super. Yeah, good idea. Damn it! They can't hear me. Seltsame Geräusche? Muss ich schon mal sagen, was geht bitte ab, nachdem wir da ins Loch gestiegen sind? Ja, deine Schuhe. Okay. Ich habe gedacht, dass er dazu vielleicht noch was Interessantes sagt. Die hat er schließlich auch in Silent Hill gekauft. Ah. Ja, was meint ihr? Habt ihr irgendeine Theorie? Was passiert, nachdem Henry da in das Loch klettert? Wie kommt es dann, dass er
immer wieder in seinem Bett aufwacht. Verfällt er dann in Trance, träumt alles und sein Körper wandert automatisch zum Bett. Aber was sind das dann bitte für Geräusche? Na, wie dem auch sei, ich mache erstmal ein bisschen Platz im Inventar. Das Eisenrohr kann... Ja, das Eisenrohr kommt erstmal weg. Die Pistolenkugeln. Den Ding hebe ich mal noch auf. Münzen ausgedient. Ja, und auch die Platte. Apropos Platte, die können wir uns hier ein bisschen näher angucken. Ja. Ist ja ganz nett designt. Radio hat auch nichts Interessantes für uns. Ach halt, deswegen sind wir hergekommen. Wir wollten die Milch mitnehmen. Da ist er doch. Schokoladenmilch. Die könnte sich jetzt hier noch als nützlich erweisen. Mal gucken, was Jasper da für springen lässt. So. Willkommen zurück im Wald. Hallo Jasper, ich hab dir was mitgebracht. Lass dir schmecken. Oh man, that was awesome. Here, take this. There's something written on it. Okay. Spaten. Danke. Es ist ein kleiner Spaten mit einer blutigen Aufschrift. Okay. Gegenüber, wo sich See und Haus treffen. In der Hand, die sich am Boden festhält. Okay, ich denke mal, den Ort kennen wir. Haben wir im letzten Mal schon gesehen. Muss mal kurz gucken, war das da hinten? Nee, das war, glaube ich, hier drüben. Geh doch raus. So. Gut. Übrigens, spult noch mal kurz zurück, seht euch die Szene mit der Milch noch mal an und achtet dabei mal auf Jaspers Kleidung. Auf seinem Pulli oder auf seinem Hemd ist nämlich das Artwork von einem Monster aus Silent Hill 1. Kleines Easter Egg, was ich mal erwähnt haben möchte. So, und Clever lasst mich durch. Ja, mich zwar erwischt, aber ich denke mal, hätte ich gefightet. Hätte ich mehr kassiert. So, es war doch hier irgendwo. Noch ein zweiter? Okay, das Geräusch wiederholt sich auch. Schade, ist also scheinbar... Oh, geskriptet. Okay. Na egal. Warum auch nicht? Muss erstmal gucken, was hier ist. Henry, das hättest du eigentlich auch mit den Händen machen können, oder? Aber na gut, man braucht das natürlich erstmal auch den Hinweis, dass hier etwas sein könnte. Ja, und wir haben einen rostigen, blutigen Schlüssel bekommen. Auf dem auch was draufsteht. Der Besitzer dieses Schlüssels wird in Ewigkeit umherwandern. Was soll das denn wieder heißen? Auf jeden Fall, ich will zum Haus zurück. Nee, sofern ich mal um den Baum rumkomme, ja... Sehr schön. Da ist die Tür.
Oh mein Gott. Kann es sein, dass der Nebel ein bisschen stärker geworden ist? Und kann es sein, dass ich immer wieder am selben Ort rauskomme? Ja, definitiv. Das ist also mit der Aufschrift gemeint. Mit diesem Schlüssel können wir das Haus gar nicht erreichen, aber wie sollen wir denn das damit dann aufschließen? Ja, das Rätsellösung ist ganz einfach. Wir müssen diesen Fluch einfach mal austricksen. Ach hallo, du bist aber neu hier. Ja, und wie tricksen wir denn aus? Ganz einfach, den Schlüssel packen wir in unsere Kiste, gehen ohne den Schlüssel zum Haus zurück. Holen dann den Schlüssel wieder aus der Kiste. Ja. Gar kein Element der Spielzeitstreckung, oder? Aber nun denn, es ist immerhin sowas wie ein kleines Rätsel. Von daher, ja, will ich darüber jetzt mal nicht weiter meckern. Ist schon okay so. Halt erst mal gucken, der Tür wieder irgendwo was. Nö, scheinbar nicht. Dann weiter. Na, die ganzen Tunnelsequenzen breche ich jetzt mal ab, weil ändert sich ja eh nichts. Wenn wir mal woanders hinkommen sollten, dann lasse ich sie wieder vielleicht ein, zwei Mal drin. Aber hey, ja, wir wollen ja vorankommen. Ich spiele eh schon für manche viel zu gemütlich, aber hey, mein Stil. Ja, so langsam wissen wir es. Wie seht ihr das eigentlich? Findet ihr, ich spiele zu gemütlich? Trödel ich zu sehr rum? Ja, ich weiß auch nicht. Ich mag es eigentlich, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt. Außer natürlich, man wird von Unmengen von Gegnern heimgesucht. Dann verstehe ich das, wenn man mal durchrennt. Ja. Aber an sich... Ich spiele nun mal gern gemütlich, weil ich dann auch selbst die Atmo und so weiter alles besser genießen kann. Und wenn ich ein Spiel blind spiele, also zum ersten Mal spiele, dann kann ich dann auch die Story und das Ganze drumherum besser verstehen, wenn ich mir mehr Zeit lasse. Von daher, das ist mein Stil, wenn das nicht passt, der... Na gut, ich denke mal, der wird eh schon längst hier bei dem Projekt auch abgeschaltet haben. Aber trotzdem, könnt ihr mir ruhig mal sagen, wie ihr dazu steht. Ja, sollte es jetzt nicht so den Anklang finden, dann... Ja, ist halt meine Art. Mal gucken. Naja. Aber hey, ich bin ja nicht der einzige LPer, der so spielt. Denke auch an den guten Don McCloud. Schöne Grüße an der Stelle. Der spielt ja auch gern Atmo und Story lastig. Und der hat auch seine Fans gefunden. Von daher mache ich mir da jetzt nicht so einen Kopf. So. Und da haben wir auch schon das Rätsels Lösung.
wenn man das, naja, im Ansatz kann man es schon ein Rätsel nennen. Man muss ja mal drauf kommen. Ja. So. Hallo Jasper. Du hast die Flasche immer noch nicht leer? You found it, huh? Ja, habe ich. Gives me the chills. So wie der ansieht, muss es doch schon die zweite oder dritte Pulle sein. Oder zweite vielleicht. Okay. Wir haben den Schlüssel benutzt können nun endlich hier rein. Okay. Das ist es also. Das ominöse Waisenhaus ist ja sehr heruntergekommen, also. Ja, ich frage mich auch, was hier passiert ist. Ja. Ach. Hallo, was willst denn du hier? I wonder what they did here. Ja, schon. Gute Frage. Ja, schauen wir uns halt ein bisschen um. Da ist ein gekritzelter Zettel. Haben Sie Alessa gefunden? Macht Walter gute Fortschritte? Schicken Sie mir einen Bericht. Alessa. Kinderzeichnung. Alessa ist ein Name, mit dem Kenner der Reihe ein bisschen was anfangen können. Aber Walter? Aber hier, wenn man das so sieht, hier gehen schon lange keine Kinder mehr um. Und bei da oben können wir uns gar nicht umgucken. Schade eigentlich. Hätte man nur ein bisschen mehr ausbauen können. Aber wir sind noch nicht durch. Verschlossen. Hier. Es zerfällt und ich kann die meisten Seiten nicht einmal lesen. Hier kann ich einen Teil entziffern. Das zweite Zeichen. Und Gott sprach, bringe das Blut der 10 Sünder und das weiße Öl dar. Sei dann befreit von den Fesseln des Fleisches und erlange die himmlische Macht. Aus Dunkelheit und Leere bringe Düsterkeit hervor und gurte dich mit Verzweiflung für den Spender der Weisheit. Das dritte Zeichen. Und Gott sprach, kehre zurück zum Ursprung durch die sündige Versuchung unter dem wachsamen Auge des Dämons. Wandre einsam im formlosen Chaos. Erst dann werden die 4 Busen eine Linie bilden. Kryptischer ging's nicht mehr, oder? Jasper? Bist du reingegangen? Qualmt da so? Leute, ich glaube, jetzt hat Jasper ein Problem. Aber ich mach mal auf einen auf fies. Cliffhanger. Was hier hinter der Tür abgeht, erfahren wir erst beim nächsten Mal. Bis dann.